Das darf Fujitora dann. Du hast mir den Fernseher ausgemacht. Wobei, machen wir nochmal das Licht aus. Ich weiß nicht, es geht eigentlich von der Helligkeit im Stream. Ich krieg ja doch gut Beleuchtung von der Seite. So, Steckbrief. Kusans Outfit. Oh, cool. Nehme ich. Du musst alles zurücklassen und Whitebeard folgen. Yo. Aber ich würde sagen, bevor wir die letzte Mission machen auf dem Traumlog, machen wir noch ein bisschen Werbung und sind gleich wieder da. Hallo. Ich hab gehört, wir machen jetzt mal die letzte Mission. Vielleicht ist es auch wirklich die letzte Mission. Nicht, dass da plötzlich noch mehr dazu kommt. Aber wenn wir die haben, haben wir da auch den Legend-Lock. 100%. Alles S-Rang. Joa. Ich sehe Nami und Robin. Münzen. Kann ich da irgendwas an Münzen reinpacken eigentlich? Hier könnte ich noch reinpacken. Machen wir das mal ein bisschen anders.
Mal ein bisschen Geld verdienen. Aber Dieb im Plus Plus mal rein. So, das ging schnell mit Werbung. Ich finde auch, es sind eigentlich 3 Minuten Werbung. Aber ich finde, das ist echt gefühlt fast nichts. Wenn ich so dran denke, wie viel Werbung im Fernsehen immer läuft, komme ich nicht dazu, einen einzigen Angriff zu machen. Und 1, 2, 3, 4 und jetzt. Natürlich wieder nicht. 3, 4, jetzt. Jetzt habe ich ihn nicht mal geschafft. Also ihr müsst bedenken, im Fernsehen habt ihr 10 Minuten Werbung. Und bei mir habt ihr 3 Minuten Werbung. Nein, ich bin zu früh weggelaufen. Also ich finde, da ist das vergleichsweise. Ihr habt quasi so meistens so ungefähr eine Stunde. Oh, ich sehe gerade, wir haben eine Spende bekommen. Ich guck da direkt gleich rein. Wie gesagt, ihr habt im Fernsehen eine Stunde, weiß nicht, 20 Minuten, Dingens, 20 Minuten, Programm, 10 Minuten Werbung. Und hier auf Twitch habt ihr, weiß nicht, eine Stunde Programm und 3 Minuten Werbung oder so. Also es ist teilweise echt... Keine Ahnung, ob es auch Streamer gibt, die wirklich also alle 8 Minuten erstmal Werbung schalten oder sowas. Oder alle 20 Minuten, ich habe keine Ahnung. Aber so extrem mache ich das dann nicht. So. Also, wir haben dann eine kleine Spende von Rotti bekommen, der geschrieben hat, damit sich Jan Nippellichter verpassen lassen kann. Svenja schmeißt sich neben mir schon weg und ich sage dafür auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Ich finde, wenn ich es nicht vergesse, machen wir nachher am Ende dieses Streams oder irgendwann so zwischendurch mal eine Runde Nippellichter. Das heißt, Frankie, Nippellichter only. Just do it. Und wenn ihr Ding jetzt auch zusammenspielen wollt, hier ein bisschen One Piece, könnt ihr auch gerne eure PlayStation-Namen untereinander austauschen und einfach spielen. Da sage ich nichts gegen. Das Spiel macht zu zweit doch ziemlich viel Spaß. So, kriege ich die jetzt beide so gut erwischt? Wo ist Lysop hin? Irgendwie ist Lysop vor mir verschwunden. Da, ich habe ihn gerade kurz gesehen. Kann es übrigens sein, dass man einfach die ganze Mission mit einem Partner durchmacht und der dadurch ziemlich hart gelevelt wird? Sehe ich jetzt da gerade so ein bisschen. So, Territorium eingenommen. Dann schnell zu Brook und Frankie. Mal gucken, wie viel Schaden wir dem so machen. Ja, es gibt noch DLC. Ich habe mich gedacht, wenn wir nach dieser Mission schon den Stream fertig machen. Nein, nein. Ich meinte nur, später machen wir da mal so ein bisschen noch was. Ein bisschen Fun, aber... Huch, ist mit Brook gerade abgehauen. Na, getroffen wird er trotzdem. Oh, ich bin eingeschlafen. Gute Nacht. Ich habe mich dazu gebracht, Pirate Warriors und Unlimited World Red zu spielen. Das freut mich. Ich freue mich immer, wenn ich Leute für Spiele begeistern kann, die mir auch gut gefallen. So. Wir das auch. Wie schnell haben die das hier bitte wieder eingenommen? Wie weit man einen Meteoritenschauer, wenn man nicht Sonic ist.
Ja, ne? Das ist eine gute Frage. So. Eigentlich fehlt ja danach nur noch Ruffy. Wenn wir die hier auch dann haben. Die Attacke mag ich sehr mit den Meteoriten. Muss halt nur so ein bisschen aufpassen, weil die Attacke ziemlich lange dauert, bis die losgeht. Und dementsprechend kann ich bis dahin sehr angreifbar sein. So, dann hauen wir die beiden auch noch eben weg. Sehr schön. Das war laut. Ich habe sogar schon fast meinen S-Rang. Ich tippe mal, Ruffy spawnt jetzt einfach irgendwo in der Mitte. Das war der falsche Weg. Da muss ich hin. Ja, warum wird hier begründet, dass Level 100 hier man sein muss, aber... Na komm, machen wir mal so wieder ein bisschen. Ich glaube, eventuell auch im Kizuna Rush greift man minimal schneller an. Ach, guck mal. Ja doch, das ist eine interessante Gegnerwahl, die wir da haben. Da muss ich lang. Mal sehen, ob ich die da unten erwische von hier oben aus. Bin mal gespannt. Ja, alle erwischt. Nice. So, kriege ich die beiden mit einem Special kaputt? Wahrscheinlich nicht. Zack, einmal das. Nein! Brich mich doch nicht ab. Ah, guck mal, Ace liegt auch hinter mir halbtot rum. Nur Paramezien-Nutzer greifen noch schneller an. Joa, ne? Nein. Wo ist eigentlich Ruffy die ganze Zeit? Ich habe ihn noch gar nicht gesehen hier. Ruffy? Da ist Ruffy. Ruffy tot. Special ganz umsonst gemacht. Brilliant Wild Tiger. War's das? Oder kommt noch was? Ne, es kommt noch was. Jetzt könnte ich mich nicht bewegen. Na, Shanks? Du bist ja süß. What? Yo! Einfach mal die komplette Bande nochmal. Kommen die gerade alle auf mich zu? Seriously? Ja, ne? Da kommen gerade 11 Gegner auf mich zu. 11 Gegner im Helden-Kizuna-Modus-Rush-Ding. Holy! The fuck!
Guck, ob ich denn jetzt irgendwie jemanden mal erwischt habe. Dann explodiert gerade alles vor mir. Nee, die leben alle, glaube ich, noch. Alle 11 noch da, ja. So, da sind 3, 4, 5. Ich habe 5 besiegt, habe ich gerade gesehen. Das ist nur Special. Wieso nicht gleich alle Charaktere vom Spiel? Ja. So, Ruffy, du stehst immer noch. Nein. Ruffy, stopp dit. Das hat mich aber gerade schon ein kleines bisschen überrascht. So, nächster. Ace. Oh, ich bin wieder runtergesprungen, ich Idiot. Ace und Sanji sehe ich hier gerade vor mir. Das sind die letzten beiden sogar. Sanji ist weg. Damit bleibt nur noch. Ja, hier kann man übelst gut leveln. Das kann ich mir vorstellen bei den Gegnern. So, Ace, und du kriegst auch nochmal eine Ladung. Ich habe sogar das Territorium irgendwie neben mir noch eingenommen. Hat gerade jemand von meinen Leuten da noch mitgeklatscht? Sehr schön. Also ich glaube, Jose bekommt jetzt erst gut Level up. Jo, und damit haben wir auch das geschafft. Und jede Insel auch fertig. Holy. Ja, hat ein ganzes Level-Up mal eben gegeben. Und eine ganze Menge Münzen. Jo, nice. Ein Castle Crashers Remastered Re-LP mit Svenja oder Christian. Keine Ahnung. Mal schauen. Die Träume der Menschen werden nie sterben. Level 50 Whitebeard auf Level 70 gebracht. Yo. Ich habe die entfernteste Insel geschafft und das Spiel abgeschlossen. Yay. Du hast auf der ganzen Welt suchen müssen. Yay, I did it. Und jetzt? More credits. Kann ich die überspringen, weil das die gleichen sind wie vorher? Oder soll ich die auch durchlaufen lassen? Anfangs war ja Teach noch cool. Er ist später erst zum Idioten geworden. Der Synchronsprecher von Captain Morgan heißt Banjo Ginga. Yo. Jetzt das ganze Spiel nochmal, nur dass man immer One-Hit ist. Ja. Skippen. Skip, please. Okay. Ihr habt Skippen gesagt. Der Albtraum-Lock ist jetzt verfügbar. Was? Ich habe jetzt einen Traum-Lock gemacht. Jetzt habe ich einen Albtraum-Lock. Was auch immer das ist. So, wie habe ich immer noch nicht gefunden. Das ist wieder Traumlock-Stuff. Das ist das gleiche. Gehen wir mal in den Albtraumlock rein. Diese Welt ist ein verbotener Ozean, den nur wenige Auserwählte befahren dürfen. Daher sind die Kämpfe auch viel schwieriger. Setz dein ganzes Können ein, um zu bestehen. Du kannst über das Hauptmenü auch wieder in die normale Welt zurückkehren. Wappne dich hier erneut und für Herausforderungen der verbotenen See. Okay, ich sehe schon, Level 100 fängt direkt an. Albtraum lockt gleich Moria Uni.
Ich bin mit 3 Schlägen tot. Schön. Muss ich den für die Platin-Trophäe auch durchmachen? Nur mal so gefragt. Dann ziehe ich nochmal kurz hier rein. Nö, okay, dann mache ich den auch nicht groß. Ich wollte jetzt nämlich die DLCs noch zeigen. Die Punkte sind wieder schwarz. Spawnen hier wieder die Gegner neu? Spawnt hier jetzt was? Wenn da schon überall schwarze Punkte wieder sind? Tashigi only run. Ach, guck mal, hier steht jetzt jemand. Da hinten aber nicht. Ah, jetzt ist er endlich da. So, da gab es nämlich noch was, was wir machen müssen. Aber mit einem anderen Charakter. Ja, eine Insel werden wir davon schon machen, aber... wir müssen hier noch ein bisschen was machen. Huch. Interessant, dass ich den nicht anwählen darf. Ach so, weil die selbst da rumstehen, darf ich die nicht anwählen. So, jetzt müssen wir kurz mal gucken. Wer fehlt noch? Die haben wir alle. Teach fehlt noch. Enel fehlt noch. Kusan fehlt noch. Moment, gab's nicht Bär auch noch? Doch da. Habe ich die Bär schon gezeigt? Bin mir gerade nicht sicher. Nehmen wir auf jeden Fall erstmal jetzt Teach. Mir fehlt auch nur noch eine Münze für die Levelbegrenzung. So, das war ja, wenn ich die Mission jetzt mit Blackbeard schaffe, bekomme ich seine Doppelfrucht. Sein Doppelfrucht-Outfit. Wenn ich mich richtig erinnere. Dann machen wir das eben schnell. Auf S-Ränge muss ich eh nicht mehr achten, die habe ich ja jetzt alle. Gibt es irgendwelche coolen Kombos bei Blackbeard? Weiß da jemand was vom normalen? Mal gucken, was er so macht. Ich hab Chopper besiegt. Darf ich das mal mitnehmen? Danke. Da ist Shanks. Ach ja, stimmt, sein Haki. Nein, lass das. Das ist Schaden. Ach, R1, stimmt. Ich vergesse mal die R1-Attacken, dass es die auch ja gibt. Eins, zwei, das und... Das ist Liberation dann, oder wie? Au! Was ist das? Eins, zwei, drei. Nee, das war zu viel. Machen wir Shanks mit seinem Haki.